Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart Wii Online. Wir fahren hier in einer Lobby mit neuen Spielern und dem Hubraum 100 bzw. 100 Kubik. Wir fahren mit Rosalina und dem Bowser Bike. Und es ist ewig her, Leute, dass ich gespielt habe. Also es ist schon sehr lange her. Und ich werde einfach mal schauen, was ich noch drauf habe bzw. was ich hier noch kann. Deswegen habe ich einfach mal Rosalina und das Bowser Bike genommen. Weil ich mir dachte, wenn du dann schon wieder anfängst bzw. komme ich hier noch durch? Na, schade, nicht mehr so ganz wirklich gut. Aber was ich sagen wollte, wenn du dann schon wieder anfängst zu spielen, dann nimmst du doch mal was Starkes, beziehungsweise, ja, ich mag nicht overpowered, aber Rosalina, ja, und das Bowser Bike sind sehr, sehr stark. Ich mag nicht overpowered sagen, aber wie gesagt, sie sind schon eine sehr starke Kombination hier. Rosalina ist eine gute Fahrerin, das Bowser Bike ist auch genial. Und ja, ich habe noch zur Strecke gar nichts gesagt. Wir fahren die Strecke Mario Rennpiste von der Nintendo 64. Und ich muss sagen, ich habe letztens mal wieder beim Aufräumen meine Nintendo 64 wiedergefunden, beziehungsweise, was heißt wiedergefunden? Ich habe sie nicht wiedergefunden, ich weiß ja, dass ich die ganze Zeit über habe, beziehungsweise, ja, wo sie auch steht. Aber ich habe halt beim Aufräumen, ja, auch ein paar Nintendo 64 Spiele gefunden, wo ich dachte, ja, die hast du doch gar nicht mehr, beziehungsweise, die hast du doch irgendwann mal auf dem Flohmarkt verkauft. Ich habe tatsächlich noch ein Exemplar von Mario Kart Wii 64, was ein Quatsch, ah, natürlich, Blue Shell, danke. Ne, ich habe tatsächlich noch ein Exemplar von Mario Kart 64, ob man es glaubt oder nicht. Lol, wie viele Pilze hat der denn? Ich dachte, der ist klein, muss der nicht seine Items verlieren? Auf jeden Fall habe ich tatsächlich noch ein Exemplar von Mario Kart 64. Und ja, das habe ich dann irgendwie, ja, wie gesagt, wiedergefunden. Und dann auch mal direkt in die Nintendo 64 reingeschmissen. Ich habe zwar wenig Zeit, aber da dachte ich mir, komm, opferst du mal ein bisschen deiner Zeit und schmeißt mal, ja, Mario Kart 64 rein. Oh, und wieso auch immer ich in diese Banane reingefahren bin. Nice, Blue Shell kommt. Wunderbar, dann haben wir nämlich eine Chance zum Aufholen. Was ich aber auf jeden Fall sagen wollte ist, ich habe halt Mario Kart 64 wiedergefunden und ja, eine Runde gespielt und ich muss sagen, Mario Kart 64 ist... Wow. Nimm nicht den Pilz. Dankeschön. Mario Kart 64 ist sehr, sehr ungewohnt, beziehungsweise es ist ja sowieso sehr komisch, dass bei Mario Kart 64 die Strecken dreidimensional sind, aber die Charaktere, also die, ja, die Fahrer... Die sind 2D, beziehungsweise das sind Sprites und keine 3D-Models. Das fand ich irgendwie schon immer komisch, beziehungsweise immer sehr merkwürdig bei der Nintendo 64-Version von Mario Kart. Und wie hat der auf dem zweiten Platz einen Stern bekommen? Naja gut, soll mich nicht kümmern. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann Mario Kart 64 wieder gespielt und ich muss sagen, komplett anders. Es ist einfach komplett anders als Mario Kart Wii. Es ist so ein großer Unterschied. Es ist in meinen Augen viel schwieriger, weil man da auch... ja, gezielter driften muss, beziehungsweise das Driften viel schwieriger ist. Und oh, die haben gar nicht so viele Punkte. Der Hacker, oder was auch immer das bedeuten soll, hat, ja, viele Punkte, weshalb wir auch 35 Pluspunkte bekommen haben. Ich hoffe einfach mal, dass der sich den Stern nicht gehackt hat und im Allgemeinen kein Hacker ist. Schauen wir einfach mal im nächsten Rennen weiter. Die nächste Strecke, die wir fahren, ist die Regenbogenboulevard. Diesmal nur mit 6 Spielern. Dieser Hacker ist rausgegangen. Ich weiß nicht, ob es ein Hacker war oder nicht. Das werden wir nie erfahren. Auf jeden Fall fahren wir auch auf 150 Kubik, was das ganze Geschehen doch ein wenig schneller macht. Und apropos Schnelligkeit, ich habe ja wie gesagt Mario Kart 64 wieder ausgepackt, beziehungsweise ein Ründchen gespielt. Und ich muss sagen, die Geschwindigkeiten da, die sind auch nochmal eine Nummer anders. Was bei Mario Kart 64 sich wie 100 Kubik anfühlt, wäre schon 150 Kubik meiner Meinung nach bei Mario Kart Wii. Und das, was bei Mario Kart 64 150 ist, das, ja, ich weiß nicht, wäre dann nochmal eine Nummer größer. Das wären schon fast 200 Kubik, obwohl es das gar nicht wirklich gibt. Aber diese, ja, diese Einschätzung da sind noch ein bisschen anders. Also man merkt wirklich, oh, sauber, Powerblock gedodged, schöne Sache. Man merkt wirklich, dass das Spiel ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Mir hat es aber insgesamt dennoch viel Spaß gemacht, Mario Kart 64 zu spielen. Vor allen Dingen gibt es da ja, weil das Spiel älter ist und bei den älteren Spielen gab es nur mal viele Bugs, beziehungsweise viele Glitches. Da gab es noch ein paar Sachen, wo ich mich dran erinnern konnte, wo man richtig geil abkürzen konnte, wo man außerhalb der Karte fahren konnte. Das habe ich natürlich nochmal ausprobiert. Ich meine, online würde ich sowas nie machen, weil, ja, das einfach unfair ist. Geschweige denn, dass man überhaupt Mario Kart 64 online spielen kann. Aber nun gut, ja, wie gesagt, das ist eine ganz coole Sache, mal einfach nochmal solche älteren Spiele auszupacken und mal, ja, ein bisschen mehr die neuen Spiele wertzuschätzen und einfach mal, ja, den neuen Spielen mehr oder weniger zu danken, wie gut es einem doch hier geht. Wir haben hier alles voll locker mit dem Fahren hier in Mario Kart Wii. Das ist auch nicht so schwer mit dem Drift. Man hat hier voll das einfache Driftsystem. Mit den Bikes lässt sich super geil steuern. Den Pilz nehme ich einfach mal nicht mit. Der würde mich vielleicht nur ins Verderben lenken, der Pilz. So, und die rote konnte ich wunderbar mit der Banane, ja, abwehren. Ja, abwehren, wow.
Mir ist das Wort nicht eingefallen. Ich wollte sagen, die konnte ich wunderbar abprallen lassen, aber na egal. Abprallen lassen, was auch immer. Auf jeden Fall war das ja auch so eine Sache bei Mario Kart Wii 64, wollte ich schon wieder fast sagen. Nee, bei Mario Kart 64 ist es ja so, da konnte man ja auch irgendwie Bananen, indem man ganz kurz vorm Reinfahren A oder B gedrückt hat, ich weiß es nicht mehr, irgendwie einfach komplett eliminieren bzw. die Wirkung von den Bananen aufheben. Da gab es ja so einige Tricks und ich muss sagen, nee, Mario Kart 64, das kann ich gar nicht, beziehungsweise da bin ich komplett raus aus dem Fahrgefühl. Genauso wie bei Mario Kart Double Dash, das Spiel ist zwar richtig geil, auch mit zwei Fahrern, und würde ich immer noch sagen, ist mein Lieblings-Mario Kart, aber ich muss schon sagen, es ist doch, wenn man jetzt sich an Mario Kart Wii gewöhnt hat, an diesen Luxus, den man hier hat, sehr, sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, Double Dash. Ja, das für Nintendo 64 auch natürlich, das Mario Kart 64, aber, wie gesagt, Double Dash ist nochmal auch so eine Nummer, wo die Lenkung, ja, ein bisschen komisch ist oder wo uns ein bisschen, ja, rumrutscht, das Kart. Und dann, ja, wie gesagt, merkt man erstmal, wie gut man das hat. Aber ich finde solche älteren Spiele gar nicht mal so schlecht. Ich mag es auch immer noch da, ja, zum Beispiel gegen Kumpel zu spielen. Ich habe ja zum Glück auch diese älteren Konsolen und noch ein paar Controller, die auch noch halbwegs funktionieren. Oh, und wir sind in der letzten Runde, merke ich gerade. Yay, gewonnen, cool. Ich bin ja einfach so lässig gefahren, es kam keine Blue Shell, es hat mich nichts gestört. Ich konnte einfach ganz locker ein bisschen rumfahren und ein bisschen erzählen und in alten Zeiten schwelgen und Retro-Spiele und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja, bin ich froh, dass die Controller nicht so ausgeleiert sind. Ich habe das eigentlich relativ gut gepflegt immer. Ein Controller, der ist richtig ausgeleiert. Genauso wie ein GameCube-Controller, das war der, mit dem ich immer gespielt habe. Ja, ich hau immer gerne ganz doll auf die Tasten und drehe die Knüppel bis zum Gehtnichtmehr. Das war ja auch so bei früheren Mario-Partys. Wie schnell man da die Knüppel drehen musste und wie oft man den A-Knopf reinhämmern musste, da taten einem nachher auch die Finger weh. Und das war oh, über 9200, yes, und das war echt unglaublich auch. Das ist ja auch bei heutigen Spielen nicht mehr so, da muss man, wenn man die Knüppel drehen soll, vielleicht fünfmal drehen und hat gewonnen. Und ja, vor ein paar Jahren, da musste man, ich weiß nicht, die Knüppel 100-mal drehen in einer Sekunde, das war unglaublich früher. Aber, na gut, ich mag die früheren Spiele trotzdem und was auch cool ist, ich habe gerade gelesen, es sind 12 Spieler in der Lobby, was mich auf jeden Fall freut. Und ich will jetzt einfach mal gucken, wenn das nicht zu lange dauert hier mit Rennen. Ah, guck mal, da steht schon, bitte warten. Rennen wird vorbereitet, ist schon vorbei. Bitte warten, ist jetzt auch gleich vorbei. Dann wollte ich nämlich einfach mal mit euch zusammen direkt in die Lobby gucken, welche Punktzahlen die Leute haben oder wie viele Leute hier mitmachen letzten Endes. Steht ja immer voraussichtlich 12. Wenn ein paar rausgehen, sind es natürlich nicht 12. Deswegen schauen wir doch einfach mal. Nein, es sind 12 und ich bin immer noch der mit den meisten Punkten. Obwohl man sagen muss, dass Sui und endlich Sui. Boah, warte, was hieß denn nochmal Sui? Das war japanisch. Hieß das Wasser? Ich weiß es nicht mehr. Nee, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. War Sui Wasser oder Himmel? Irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall wählen wir einfach mal da meine Lieblingsstrecke. Ja, diese Fahrerin könnte uns Konkurrenz machen. Und der Donkey Kong Bergland gewählt hat, hat auch einen lustigen Mii, finde ich. Na gut, auf jeden Fall. Ja, könnte die uns Konkurrenz machen. Die anderen natürlich auch. Die Punktzahl heißt ja indirekt auch gar nichts. Und wow, meine Lieblingsstrecke kam dran, obwohl ich sie nicht mal gewählt habe. Beziehungsweise, ja, ich habe sie gewählt. Aber das Roulette hat sie von jemand anderem genommen. Und da brauche ich auch gar nichts schneiden. Es geht direkt hier dann los. Leider nur mit 100 Kubik, aber nun gut. Meine Lieblingsstrecke kann ich auch mit 50 Rubik fahren. Ja, ich fahre sie mit Rubik. Ich fahre sie mit solchen Zauberwürfeln, mit solchen Rubik's Cubes. Ach ja, das ist auch so ein nettes Thema. Ich spreche jetzt irgendwelche Themen an. Ich meine, beim Fahrgeschehen gab es jetzt nicht so viel zu sagen, wenn ich gerade ehrlich bin. Wenn es gleich noch irgendwie was zum Fahrgeschehen gibt, beziehungsweise wenn es gleich irgendwie noch was Interessantes zum Fahrgeschehen gibt, kann ich natürlich auch was zum Fahrgeschehen sagen. Aber jetzt, wo mir gerade so ein bisschen Lust und Laune, ja, nach Themen ist, kann ich auch über Themen reden. Und zwar, ja, Rubik's Cube, beziehungsweise diese Zauberwürfel, die kennt doch bestimmt jeder von euch. Diese mit den 6 Seiten. Wow, ein Würfel hat 6 Seiten. Wer hätte das jetzt je... Eieiei, also... Der Bullet Bill kam sehr unerwartet, aber ein Würfel hat 6 Seiten. Wer hätte das jetzt je vermutet? Ich glaube, keiner von uns. Nee, auf jeden Fall, ja, dieser Zauberwürfel mit den 6 Farben und den 6 Seiten. Und ja, den dürfte eigentlich jeder kennen. Und das ist auch so ein Mysterium ja für sich. Früher, da haben die Dinger sich verkauft, wie ich weiß nicht was. Und keiner konnte die lösen. Und alle haben gedacht, wow, das geht doch gar nicht. Ist voll der Zaubertrick, voll Magie und so weiter und so fort. Ja, und heutzutage gibt es so viele Tutorials im Internet, ich kann das Ding auch selber lösen. Und ja, da gibt es ja auch größere Würfel, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Beim 6x6er und 7x7er, beziehungsweise 7x7x7 und 6x6x6, da habe ich dann auch aufgegeben, die zu lösen. Aber ich kann natürlich bis zum 5x5x5er. Und was ich mich gerade richtig stark frage, oder was ich mir gerade, ja, wo ich mir gerade die Frage stelle, ist, wie konnte diese Sui, unendlich Sui, denn mit dem Bullet Bill so weit nach vorne rasen? Das geht doch schon fast gar nicht. Frage ich mich gerade. Ich frage mich gerade, wie das möglich ist, aber ich werde die noch irgendwie einholen, sage ich euch. Ich wollte gerade sagen, ich zünde gleich einfach den Blitz und dann bin ich ganz schnell weg. Naja,
So einfach ging das dann wohl doch nicht, wie ich es mir gedacht habe. Vor allen Dingen, wenn ich solche Fake-Item-Boxen bekomme, werde ich da garantiert nichts machen können. Das Einzige, was mich jetzt hier vielleicht noch retten könnte, wäre vielleicht eine Blue Shell oder... Ja, ich weiß nicht, was könnte mich noch retten? Oder ein roter Panzer, der vielleicht mal ankommt, aber dadurch, dass hier so viele Ecken sind, wird da wahrscheinlich kein roter Panzer ankommen. Gehe ich einfach mal ganz stark von aus. Auch wenn ich jetzt hier einen roten Panzer habe. Blue Shell, nice. Das ist sehr gut, dass der Blue Shell da kam. Und jetzt kann ich einfach hier um die Ecke, bam, Red Shell. Viel Spaß mit der Red Shell, das war natürlich... Schütteln! Sauber. Das war natürlich super unfair da mit der Red Shell von mir, ich weiß. Aber, ich sag mal so, was will man machen? Mario Kart ist nun mal unfair. Manchmal bekommt man halt drei Red Shells hintereinander rein. So ist nun mal Mario Kart. Das habe ich ja auch schon mal angesprochen, was denn so für mich Mario Kart ist. Und Itemglück ist auf jeden Fall Mario Kart. Er könnte jetzt nämlich genauso gut, oder sie, ist eine sie, sie könnte jetzt genauso gut eine Red Shell haben, die ich gar nicht abwehren könnte und könnte dadurch aufholen. Und das wäre dann halt mein Pech, dadurch, dass ich halt nur so einen blöden Fake-Kasten habe. Ein Glück, dass ich jetzt hier gerade um die Ecke gefahren bin, sodass die Red Shell da abprallen konnte, beziehungsweise ich auch eine grüne zur Verteidigung habe und ich rede gerade sehr schnell, weil das Rennen sich dem Ende neigt. Und der Blitz war natürlich richtig scheiße, weil Baby Mario eine gute Beschleunigung hat, aber wieso dreht sich Baby Mario da so oft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, haben wir nicht nur eine gute Beschleunigung, wir haben nur eine hohe Endgeschwindigkeit, was uns natürlich den Blitz irgendwie nicht so gut auskosten lässt wie den Baby Mario oder die Baby Mario Fahrerin, aber das macht auch überhaupt nichts, wir spammen diese Grünen nochmal nach hinten und sind dann wunderbar im Ziel. Gut, das Ende war jetzt vielleicht ein bisschen hektisch und sehr schnell, aber ja, das war ein packendes Rennen für mich, weil, wie gesagt, die Sui hat ja Konkurrenz gemacht, also, wie gesagt, habe ich ja schon vorher angekündigt und ich fand das schon sehr interessant. Ich freue mich auf jeden Fall Ich freue mich auf ein weiteres Rennen hier in der Lobby. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte wir bekommen. Vielleicht 10, 15 plus Punkte. Dürfte nicht die Welt sein, obwohl viele Fahrer mitfahren. Es sind sogar ganze 45. Damit hätte ich nicht gerechnet. Finde ich eine saugeile Sache. Und das tut mir leid für diese Sui Sui, dass sie nur Vierte geworden ist. Die hätte eigentlich, glaube ich, auch mehr verdient. So schlecht ist sie ja gar nicht gefahren, würde ich sagen. Und ich würde einfach mal sagen... Wir schauen in dem nächsten Rennen, ob wir... Oh, schade, ein Spieler geht wahrscheinlich raus. Dann schauen wir einfach mal im nächsten Rennen, ob wir weiterhin so gut fahren werden oder ob unsere konstante Fahrkunst nachlassen wird, was ich aber nicht denken werde. Wieso, Leute? Wieso wählt jemand diese Strecke? Spiegel ist ja nicht schlimm. Elf Spieler ist auch nicht schlimm. Aber wieso wählt jemand denn Luigis Piste? Ah, ich mag die Strecke einfach überhaupt nicht. Die ist so auf Glück basiert. Ich glaube, das sage ich auch 30.000 Mal, wenn diese Strecke drankommt, dass die nur auf Glück basiert ist. Denn man muss doch wirklich sagen, selbst wenn man hier der Mega-Skiller ist, obwohl ich ja sowieso nichts von den Worten Skill und was ich auch immer halte. Ich sage ja so, entweder kann man das Spiel ein bisschen oder man kann es halt, nicht, warum auch immer Bailey da überhaupt nicht mitfährt. Aber nee, ich mag das nicht, wenn man so sagt, Oberskiller oder der Oberpro. Ja, das habe ich auch mal in irgendeinem Ezza-Part angesprochen. Ich glaube, vom normalen Ezza-Let's Play oder vom Ezza-1-Let's Play Part 158, ich weiß nicht, die Zahl erscheint mir gerade so sympathisch. Und wieso hat mich die Blue Shell nicht getroffen? Und wieso fährt Bailey rückwärts? Boah, ich bin gerade total verwirrt. Ich glaube, die Blue Shell hat mich nicht getroffen, weil ich für einen kurzen Moment gerade Zweiter war und der dann die Blue Shell abbekommen hat, weil, wow, wir sind durch unsere eigene Fake-Item-Box irgendwie geblitzt, schlittert, was auch immer. Auf jeden Fall, ja, liegt das ganz einfach daran, dass der, ja, jetzt kriegt ihr eine Blue Shell ab, dass der aber für einen kurzen Moment Erster war und dadurch die Blue Shell auf sich gezogen hat. Und so wie es aussieht, kriegen wir es doch ganz gut hin. In der letzten Runde kann sich aber bei der Strecke noch alles entscheiden, deswegen mag ich die Strecke auch nicht. Letzte Runde, die alles entscheidend ist. Hier kann sich alles nochmal drehen und wenn nur einer einen Pilz bekommt oder wenn ganz viele Red Shells kommen oder wenn nochmal eine Blue Shell kommt, ich hoffe einfach mal, dass ich das hier irgendwie überstehe und... Ey, Leute, ich bin Erster geworden. Das gibt's nicht. Kein Lacker, kein... Ja, jetzt verwende ich auch schon solche englischen Pro-Skill-Lack-Begriffe. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kein Glückspilz, der hier irgendwie mal mega viel Glück hatte halt. Wow, das war sehr offensichtlich. Aber auf jeden Fall kein Glückspilz hier, der in der letzten Runde einen Goldpilz bekommt und alle überholt und Erster wird. Dass die Strecke im Moment sehr wenig auf Glück ausgelegt war, beziehungsweise gerade so wenig auf Glück ausgelegt war, ist schon sehr bemerkenswert. Na gut, dann würde ich mich an dieser Stelle einfach wie immer fürs Zusehen bedanken. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wir haben ja einiges an Pluspunkten gemacht. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann hoffentlich, weil ich jetzt in der Lobby drin bleiben werde, noch ein paar weitere Pluspunkte machen werden. An dieser Stelle würde ich aber erstmal sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Leute.